Hallo! Solli! Ich bin Kari. Ich bin Denise. Ich komme aus Münster in Norddeutschland. Ich komme aus Lörrach in Südbaden. Und ich spreche Standarddeutsch. Ich schwätze Alemannisch. Hallo, wir sind heute tatsächlich ganz im Süden von Deutschland. Wir sind nämlich in Müllheim, das ist noch südlich von Freiburg, fast an der Schweizer Grenze. Und bei uns ist heute die wunderbare Denise. Willkommen! Danke, merci vielmals. Es freut uns sehr, dass wir hier sind, denn Denise, du sprichst Alemannisch. Was ist das für ein Dialekt? Genau richtig, ich spreche Alemannisch. Das ist ein Dialekt aus Lörrach oder beziehungsweise hier aus der ganzen Gegend. Und unterscheidet sich in diesen ganzen Gegenden ein bisschen. Allerdings sprechen wir in Lörrach ein sehr starkes und uriges Alemannisch, was ziemlich stark an das Schweizer Deutsche angelehnt ist, dass man Ähnlichkeiten hört. Lörrach liegt wirklich direkt an der Schweizer Grenze. Guckt das mal auf der Karte nach. Und dementsprechend spricht Denise auch sehr ähnlich zum Schweizerdeutsch. Schweizerdeutsch gehört auch zu der alemannischen Dialektgruppe. Und wir wollen das jetzt mal vergleichen. Ich werde immer ein Wort oder einen Satz im Standarddeutschen sprechen und du wirst das in Alemannisch wiederholen. Super, so machen wir's. Fangen wir an. Wir fangen mal an mit typischen Begrüßungen. Ich sage guten Tag. Tag. Ich sage tschüss. Adieu. Auf Wiedersehen. Wiederlöge. Wiederlöge. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Abend. Nobe. Nobe. Hallo. Solli. Und gute Nacht. Gute Nacht. Und schlaf gut. Schlaf gut. Schlaf gut. Schlaf gut. Schlaf gut. Kommen wir zur Kategorie Essen. Da gibt es ja immer wirklich viele verschiedene Wörter in vielen Regionen in Deutschland. Ich sage Kartoffel. Mir sage Grumbiere oder Herdöpfel. Lörrach sagt man Grumbiere, da in der Region sagt man Herdöpfel. Dann habt ihr die Bratkartoffel. Brägele. Und die Pellkartoffel. Die Gschwelli. Wow, das sind Wörter, die habe ich noch nie gehört. Ich sag mal, ich koche heute Abend Kartoffeln. Hützobe mache mir Grumbiere. Hört sich schon anders an, oder? Ein leckeres Bonbon möchte ich gerne haben. Könnt ihr Aguzzi haben? Aguzzi! Ein Eis. Ein Eis. Eis. Oh, das ist sehr speziell. Ein Viertel Liter Wein. Ein Viertel. Da habt ihr extra Wörter für. So wie die Bayern haben... Hättest du mal ein Viertel für mich? Oder? Die Bayern haben ein Maß oder eine halbe und ihr habt einfach... Ihr redet in Weingrößen, weil hier ist Weinregion. Ja, genau, hier ist eine Weinregion. Ein Brötchen. Weckle. Trauben. Trube. Trube. Dann esse ich gerne Kirschen. Ich esse gern Chiasi. Chiasi. Und der Apfel, was sagt ihr da? Äpfel. Die Birne? Beere. Und die Banane? Banane. Aha, das geht, ja. Ja. Das ist interessant. Ihr seht also immer, manche Wörter sind komplett anders und manche Wörter sind genauso wie im Standarddeutschen. Ja. Jetzt reden wir über Personen. Die Mutter. Die Mörder. 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 Wie ein Mörder. Mörder. Der Vater. Vater. Die Eltern. Ältere. Ältere. Mhm. Die Schwester. Schwester. Der Bruder. Brüder. Und die Patentante. Gotti. Die Gotti. Die Gotti. Und der Patenonkel. Der Götti. Gotti und Götti. Ich bin auch eine Gotti. Sehr spannendes Thema sind immer lokale Präpositionen. Die sind in vielen Regionen anders. Wenn man sagt herunter. Abe. Abe. Ich gehe den Berg herunter. Wir gehen den Berg abe. Oh wow. Ich gehe den Berg rauf. Ich gehe den Berg uffe. 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 Und ich gehe herein. Ich gehe inne. Ich gehe ins Haus hinein. Ich gehe ins Haus inne. Ich gehe aus dem Haus heraus. Ich gehe aus dem Haus. Wow, ich gehe aus dem Haus. Ich gehe aus dem Haus. Ich gehe aus dem Haus. Und dann haben wir noch drauf. Drauf.
Ich bin gut drauf. Ich bin gut drauf hüt. Ich bin gut drauf hüt. Alemannisch ist ja eine ganze Gruppe von Dialekten und es gibt über 10 Millionen Sprecher insgesamt. Das ist viel mehr, als ich dachte, denn tatsächlich sind die Dialekte in Baden-Württemberg gehören zum Alemannischen, aber auch die ganzen schweizerdeutschen Dialekte gehören zum Alemannischen. Du sprichst Hochalemannisch hier im Süden von Freiburg bis zur Schweizer Grenze. Mich würde interessieren, wann sprecht ihr das eigentlich im Alltag? Sprichst du mit allen Leuten Dialekt oder nur mit deiner Familie? Wer benutzt das? Ja, also tatsächlich spreche ich mit verschiedenen Freunden Alemannisch, ja? Die halt eben auch Alemannisch sprechen, ganz klar. Aber natürlich habe ich auch viele Freunde, die Hochdeutsch sprechen. Mit denen spreche ich natürlich dann Hochdeutsch und spreche nicht Alemannisch mit ihnen. Ne? Mhm. Weil und dann ja. Wechselt man dann so, also du rufst, weiß nicht, deine Eltern an und sprichst Alemannisch und dann drehst du dich um zum anderen Freund und sprichst Hochdeutsch, wechselt das ständig? Ja, genau, so in etwa kann man sich das vorstellen. Auch wenn wir in einer Gruppe zusammensitzen und zwei sprechen Alemannisch und einer spricht Hochdeutsch und wir sprechen jetzt alle zusammen in der Gruppe, dann sprechen wir schon Hochdeutsch. Ja. Aber wenn man dann mal sich mit dem einen unterhält und der Alemannisch spricht, dann switcht man natürlich immer sofort mal und spricht dann Alemannisch. Ja, das kommt dann einfach so automatisch und mit dem anderen spricht man dann Hochdeutsch. Also bei mir ist das so, dass ich halt dann immer irgendwie switch, weil ich weiß, der andere irgendwo versteht das, aber irgendwo auch nicht. Ne? Es kommt immer drauf an, auf die Situation auch. Voll spannend. Ja. Vergleichen wir jetzt mal die Verben zwischen dem Alemannischen Dialekt und Standarddeutsch. Ich sag schauen. Lüge. Schau mal da. Lüge mal da. Lüge mal. Schimpfen. Brodle. Meine Mutter hat mit mir geschimpft. Meine Mutter hat wieder brodelt mit mir. Brodle. 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 Haben. Haar. Hast du ein Glas Wein für mich? Hast du ein Gläschen Wein für mich? Oh, hast du. Können. Könne. Könne. Und was steht hier? Da hat Erik was aufgeschrieben. Kannst du mal gucken. Was heißt das denn? Kannst du mal schauen gehen. Aha, das heißt, der Infinitiv ist ähnlich, können. Mhm. Aber wenn du das dann konjugierst, ist es anders. Ich kann. Genau, ich kann. Du kannst. Du kannst. Wow, er kann. Er kann. Okay, das wird komplett anders konjugiert. Ja. Das ist ja verrückt. Das ist halt eine Sprache für sich, ne? Ja. Dann haben wir gehen. Go. Go, wie im Englischen. Ihr sprecht also manchmal Englisch. So. Ich sag mal ein Beispiel. Gehen wir heute Abend aus? Gehen wir heute Abend auf Ausgang. Auf Ausgang, das sagt man in der Schweiz auch, ne? Das sage ich in der Schweiz auch, ja. Wenn man rausgeht in eine Kneipe oder in einen Club, dann sagt man auf Ausgang. Auf Ausgang. Mhm. Auf den Ausgang. Ja. So, ich übersetze das mal für euch. Ich gehe auf den Ausgang. Kommen. Ko. Kommst du mal? Raschmul ko. Sag nochmal. Raschmul ko. Raschmul ko. Raschmul ko. Heißt, kannst du mal kommen? Ja. Guck mal, ich habe schon was gelernt. Oder du sagst auch, hunsche mal. Kommst du mal? Hunsche mal, genau, kommst du mal. Das andere war ja, kannst du mal kommen. Krass. Sehr, sehr krass. Dann haben wir jetzt hier das, euren Ausdruck für schlecht drauf sein. Bist du schlecht drauf? Bist niedig. Niedig? Ja. Niedig. Das hört sich niedlich an. Ja, total. Bist niedig? Bist niedig? Ich nicht, nein. Ja, nee. Bist du gut drauf? Ja, bin gut drauf. Heulen, also ein umgangssprachliches Wort für weinen. Blären. Blären, das gibt es auch in Norddeutschland so ähnlich. Ne? Plärren, sagt man. Die Kinder plärren. Ah ja. Aber okay. Es heißt eher so, wenn die, ja doch, wenn sie heulen, Krach machen. Ja. Mhm. Blären. Blären. Wir beiden quatschen. Wir beide Schnüre. Schnüre. Mhm. Noch nie gehört. Schnüre. Faulenzen. Faulenze. Das mache ich auch gerne. Und herausschauen. Uselöke. Ich schaue aus dem Zug raus. Ich lög aus dem Zug use. Ich lög aus dem Zug use. Weiter geht's mit Adjektiven. Rechtzeitig. Zittig.
Ich war rechtzeitig am Bus. Bin zeitig am Bus gsi. Durcheinander. 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 Fleißig. Flüssig. Warst du früher fleißig in der Schule? Bist du flüssig gsi in der Schule? Und, warst du? Ich? Ja. Ajo, immer. Und noch fürchterlich. Grusig. Ah, guck mal, die Österreicher sagen grausig und ihr sagt grusig. 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 Ja, seelisch grusig. Ja. Das Wetter ist heute allerdings alles andere als grusig. Das Wetter ist heute alles andere als grusig. Es ist nämlich schön. Es ist wunderbar. Jetzt kommen wir mal zu Nomen, Substantiven, also Wörter für Dinge, die im Alemannischen anders sind. Der Kuss. Das Schmützle oder das Schmutz. Schmutz? Das ist ja schlimm. Ein Schmutz? Gehst du mir mal ein Schmützle? Aber ein Kuss ist doch was Schönes und ihr sagt dazu Schmutz? Ja, oder wie gesagt, Schmützle. Okay. Verniedlicht. Er hat mir einen Kuss gegeben. Er hätte mir ein Schmützle gegeben. Ja. Der Bauch. Der Ranze. Der Ranzen. Wir sagen zum Ranzen den Schulranzen. Mhm. Okay, also er hat einen dicken Bauch. Er hätte dicke Ranze. Krass. Die Zeitung. Die Zeitung. Die Tüte. Gucke. 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 Haben Sie eine Tüte für mich? Hast du eine Gucke für mich? Wow. Die Hausschuhe. Finke. Finke. Die Jacke. Jobe. Jobe. Mhm. Ich ziehe meine Jacke an. Ich ziehe mir die Jobe an. Wow. Der Küchenschrank. Das Küchenschrank. Das was? Küchenschrank. Küchenschrank. Ja. Küchenschrank. Und die Küche ist dann? Küche. Küche. Ganz wichtig, wenn ihr hier hinkommt nach Südbaden, wollt ihr vielleicht auch schimpfen können, wie die Menschen hier lokal. Und deswegen zeigen wir euch jetzt mal ein paar Wörter. Ich würde sagen, du Frechdachs. Du Lusböb, du. So, vielleicht zu einem Kind, was ein bisschen frech ist. So. Ja. Ja. Ein bisschen schlimmer wäre dann, du Nichtsnutz. Du Lumpesäckel. Lumpesäckel? Ja. Zu wem sagst du das? Also ich benutze das jetzt nicht so häufig, ne? Also. Ihr habt auch ein Wort für jemanden, der aus der Reihe tanzt, der sich vielleicht nicht an die Regeln hält. Ja, das ist so Überzwerg. Überzwerg? Mhm. Ein Überzwerg, hat das was mit Zwerg zu tun? Jo, einer, der sich halt so aufregt und dann halt so, ja genau. So. Überzwerg? Mhm. Einmal so will. Das Wort liebe ich, der Korinthenkacker. Das ist jemand, der auf ganz viele Details achtet und alles ganz genau wissen will. Und das nervt manchmal. Hm. Was sagt ihr? Sälische Tüpfleschießer. Der was? Tüpfleschießer. Tüpfleschießer? Ja. Was heißt das? Was das heißt? Naja, ein Tüpfle? Korinthenkacker. Okay. Ein Tüpfleschießer. Tüpfleschießer. Ach, das heißt das gar nicht. Tüpfleschießer. Ja. Dann Degel. Haben wir noch das schöne Wort du Depp. Du Dubel. Dubel? Dubel. Dubel? Ja. Dubel. Das habe ich noch nie gehört. Nicht? Und zum Abschluss noch ein Wort für Geschwätz. Also wenn Leute einfach so labern oder schwätzen. Also sie reden Quatsch. Ja, sie schwätzen schon wieder Seich. Seich? Seich. Sie schwätzen. Ah, was reden sie für ein Zeug? Ja? Genau. Was schwätze für ein Zeich? Was schwätze schon wieder für ein Zeich? Denise, ich habe jetzt viele interessante Wörter von dir kennengelernt. Und was mich jetzt unbedingt interessiert ist, kann ich überhaupt zusammenhängende Sätze, kann ich eine Geschichte verstehen? Und du hast mir jetzt mal ein Gedicht mitgebracht, das möchtest du mir vorlesen. Und dann testen wir mal, ob ich das verstehe. So, machen wir es. Also ich habe hier so ein Gedichtebuch von Fritz Gugelmeier aus Augen. Es nennt sich Bröckeli. Und da verstehe ich jetzt schon nichts. Da lese ich jetzt mal was vor. Okay. Also, Winzerfest 1974. Das verstehe ich. Ja? Das heißt? Das Winzerfest. Ja, von den Weinwinzern, die Wein anbauen. 1974. 1974. Genau. So, Heimat obe, schöne obe. Güte Freundschaft, wenn man lobe. Bin mir güte Tropfe wie. Solle ihr willkommen sein.
Irgendwas mit einem guten Tropfen. Ja, genau, das war schon richtig. Ein guter Tropfen Wein. Ja. Bei einem guten Tropfen Wein sollt ihr willkommen sein. Oh, okay. Das gefällt mir schon mal. Was wäre unser Winzerfest so ohne euch, ihr liebe Gäste? Was wäre unser Winzerfest ohne euch, ihr lieben Gäste? Genau. Willkommen, ihr Lüt, von noch und fern, frohe Menschen hämmer gern. Ah, willkommen, Leute, von nah und fern, wir haben euch gern. Nee. Frohe Menschen haben wir gern. Frohe Menschen haben wir gern. Ja, genau. Das kann man doch ganz gut verstehen. Ja. Ich habe dir jetzt ein paar Sachen schon erklärt. Ja, ich habe schon den Kontext mit dem Winzerfest. Genau. Das hilft. Perfekt. Jetzt feiere mir das Winzerfest und es gibt doch fast kein Wie. Verfrore ist es doch meist und das Best, wie wird das traurig sein? Okay, jetzt feiern wir das Winzerfest und wir haben keinen Wein? Ja. Den Rest habe ich überhaupt nicht und verstanden. Und wir haben fast keinen Wein. Ja. Im Bursi-Werkstatt ist gar groß, es schneit und regnet dri. Und wenn der Frosch im Mai kommt, ist meistens alles hi. Okay, irgendwas mit der Frost kommt und dann ist alles hinüber. Ja, quasi, ja, genau, das ist so ja? Der Sinn, ja. Ja. Der darf den Kopf nicht lambelo, lüg für sie alle will, die Weltgeschichte blieb der Dur nicht stehen, bald nur mehr Weg und Ziel. Kannst du das nochmal vorlesen? Ich habe gar nichts verstanden und ich würde gerne gucken, ob ich es beim zweiten Mal verstehe. Sehr gern. Du darfst den Kopf nicht lampe lo. Du darfst den Kopf nicht hängen lassen. Genau. Lüg für sie alle will. Guck irgendwas. Immer. Guck weiter nach gerade. Vorne. Ja, nach genau, vorne schauen. Genau. Die Weltgeschichte bleibt dadurch nicht stehen. Das Weltgeschehen bleibt dadurch nicht stehen. Mhm. Bald nur mehr Weg und Ziel. Bald nur mehr Weg und Ziel. Also quasi, dass du halt den Weg und das Ziel nicht aus den Augen verlierst. Ja, ich muss sagen, das ist schon schwierig. Es ist schwierig zu verstehen. Also, weiß ich nicht. Wie viel habt ihr verstanden? Schreibt uns mal einen Kommentar. Ja, Denise, das hat wirklich viel Spaß gemacht mit dir heute. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und dadurch, dass wir hier in einer Weinregion leben, müssen wir das Ganze natürlich zu einem guten Abschluss bringen. Ach so. Ja, ja, das heißt, mit einem guten Schlückchen Wein aus Augen, ein Dorf weiter von hier. Wunderschön. Ein Glas Wein, da sage ich nicht nein, Denise. Ich auch nicht. Cheers. Prost. Tolles Video heute. Wir werden weiterhin für euch berichten von den deutschen Dialekten. Falls ihr mal mitmachen möchtet und sagt, boah, ich spreche auch einen tollen Dialekt, den ihr bei Easy German noch nie gezeigt habt, schreibt uns mal einen Kommentar oder einfach direkt eine E-Mail. Dann besuchen wir demnächst euch. Jetzt bedanken wir uns erstmal bei dir, Denise. Danke, dass du mitgemacht hast. Sehr gern. Und Denise, die arbeitet übrigens normalerweise hinter der Kamera. Du bist professionelle Fotografin und bist auch hier in der Region für Events zu buchen. Können wir das weiter sagen? Sehr gern, ja. Wir verlinken mal die Adresse von Denise. Und wenn ihr Lust habt, mal professionelle Porträtfotos zu machen oder vielleicht auch Hochzeitsfotos, dann schreibt doch mal an Denise. Die Website ist hier unten. Danke fürs Mitmachen. Danke auch. Prost, Leute. Auf Wiederlöge. Wiederlöge. Runterfallen. Abekaie. Da ist eine Kastanie aus dem Baum runtergefallen. Ja, da ist eine Kastanie aus dem Baum rausgekeit. Rausgekeit? Oder Abekaie. Abekaie. Verstehe ich beides nicht.